So, Mahlzeit Mädels. Ich habe mich ja gesagt, ich habe mir ja die Stahlfelgen zugelegt, weil ich jetzt hier alles drauf habe mit Sommerbereifung, wie man sieht. Und heute ist ein kleines Päckchen angekommen. Ich zeige euch das mal. Hier sind die Reifen. Winterreifen habe ich jetzt hier in den Größen 205, 55, 16 Zoll. Da habe ich jetzt 17 Zoll drauf. Oh, der Nachbar macht wieder ein bisschen Feuerwerk. Er ist wieder am Knöseln. Auch nicht schlecht. Ja, Winterreifen, damit ich wechseln kann. Sobald die drauf sind, gibt es dann mehr. Alles klar, erstmal. Bis dahin, Tschüssikowski. So. Moin Leute, heute geht es einmal Winterreifen wechseln. Ihr seht, da sind sie drauf. Ja, einmal so ein bisschen hochbocken die Karre. Da könnt ihr sie sehen. Ne? Einmal Wagenheberaufnahme. Ja, bleibt dran. Ich wechsle die Dinger und dann sehen wir weiter. So Leute, da ist der erste Reifen. Ja, da ist der andere drauf. Gelöst und festgezogen wird generell alle Radschrauben mit 120 Newtonmeter. Den habe ich jetzt drauf. Ich habe die Radmuttern nur leicht dran. Ich habe sie noch nicht festgezogen. Ich ziehe sie meistens mal handfest und wenn der Wagen dann runtergebockt ist auf dem Fußboden, ziehe ich sie noch mal knallhart mit 120 Newtonmeter an. Also von daher bleibt mal dran. So, die, wie gesagt, die drehe ich hier handfest. Dann sind sie. Dass er noch ein bisschen wackelt, wie gesagt, wird gleich ein bisschen noch festgezogen. Runter mit dem Ding und dann mal weitersehen. Mit 120 Newton. So Leute, jetzt einmal von vorne. Entschuldigt bitte die Hintergrundkulisse. Jetzt zeige ich euch das mal mit Aufbocken und allem drum und dran. Bleibt dran, geht los. Also wie ihr seht, ich habe mir hier vorne den Reifen schon zurechtgelegt. Da könnt ihr ihn sehen. Die Reifen werden nachher noch montiert, beschriftet, damit ich sehe, wie ich die dann beim nächsten Sommer wieder raufziehen kann. Weil Reifen wechseln von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Aber erstmal hochbocken. Von direkt Audi, den habe ich jetzt benutzt. Ich bin damit eigentlich relativ gut gefahren bisher. Ich nehme lieber ansonsten so einen Rangierwagenheber, weil das ein bisschen sicherer ist. Aber so geht das auch. So, ich habe vorher die Radmuttern habe ich alle eingesprüht mit Ballistol WD-40, damit das ein bisschen einwirkt. Habe die, wo der Wagen auf dem Boden stand, die Radbolzen gelöst. Nur gelöst, nicht komplett rausgedreht. Und jetzt bocke ich ihn hoch und gleich nehme ich die Dinger raus, die Radbolzen. Und dann könnt ihr mal sehen. Wartet ab. Ganz wichtig, Handbremse. So. Bremse in die Luft. Dass ihr hier oben die Hand zwischen habt, nicht dass ihr euch hier eine Delle reinhaut. Ist mir auch schon.
nicht so schön. Ihr könnt natürlich auch eine kleine Knarre dazu nehmen. Habe ich in der Regel auch. Wenn ich zu bequem mit dem Zug bin. Mit der kurzen Knarre habt ihr einen Weg. Und ihr könnt dann auch noch einen Kreis drehen. Oder einen Schlagschrauber könnt ihr auch nehmen. Das kenne ich auch da, aber mit der Knarre habt ihr ein bisschen mehr Gefühl. Runterkommen sollte. Ist bisher noch nicht passiert. Gott sei Dank. Muss auch nicht sein. Aber kann sein. Somit stürzt ihr ab. Lauft nicht Gefahr, dass das hier runterkommt. So. Über Kreuz anzuziehen, damit alle Ratten dann gleichmäßig festgemacht. Eingestellt.
fertig. Das macht ihr mit allen Vieren ringsherum. Passt. Ich mach weiter. Lasst euch überraschen. So Leute, das sind jetzt die Felgen. Einmal rundherum. Da sind die alten. 120 Newtonmeter festgezogen. Tja, das war's. Denkt dran, nach 50 Kilometern nochmal nachziehen. Ansonsten, schönen Tag euch noch. Tschüssikowski.